Ja, dann beginnen wir gleich mit der ersten Technologie, unserer X-Zyklon-Technologie, die eine Technologie ist zum Abscheiden von luftgetragenen flüssigen Tröpfchen. Das kann aussehen wie bei der Einblendung, die ihr jetzt seht. Das ist eine Aufnahme vom Rheinfall in Schaffhausen, was ihr da jetzt hier auf dem Bild seht, dass ich kurz einblende. Die Videosequenz, die ich da einblende, sind eben fein zerstäubte kleine Tröpfchen. In dem Fall ist es logisch, Wasser vom Rhein fein zerstäubt. Und wenn man solche Situationen hat, solche fein zerstäubten Tröpfchen in der Luft, auch Aerosole genannt, so etwas von dem Abluftstrom wieder zu trennen, das ist unsere Nische, wo wir zu Hause sind. Und man mag es gar nicht glauben, aber solche Situationen, wo man Prozesse, Bearbeitungs-, Verarbeitungsprozesse in der Industrie hat, wo man ganz ähnlich wie bei der Videosequenz vom Rheinfall, wo man eben so fein zerstäubte Flüssigkeiten hat, die man aus der Luft wieder abscheiden, filtern, trennen muss. Solche Prozesse gibt es unheimlich viele in unterschiedlichsten Industrien. Also ein Bereich, wo die Firma, die Rewing GmbH, mit ihre Wurzeln hat, sind Lüftungssysteme für gewerbliche Großküchen. Da hat man durchaus auch solche fein zerstäubte Tröpfchen. Oft sind es Öle und Fette, aber auch Wasser über der Kocheinrichtung, wo man solche Tröpfchen hat. Wir haben die in den mannigfaltigsten Anwendungen in Industrien sonst noch. Im Werkzeugmaschinenbau, wo große Bearbeitungsmaschinen Kühl- und Schmierstoffe vernebeln, zerstäuben, haben wir auch wieder solche Tröpfchen. Wir haben das auf Bohrplattformen, wo nach Öl gesucht wird. Wir haben das in der Textilindustrie, wo Textilien veredelt werden. Wir haben das in der Lackierindustrie, wo mit UV-Lacken zum Beispiel in Automotivteile lackiert werden. Auch wieder fein vernebelte flüssige Tröpfchen. Und all diese Industrien haben gemeinsam, dass man oft aus dem Prozess absaugen muss und dann eben wieder diese Tröpfchen aus dem Abluftstrom trennen, filtern, abscheiden muss. Und da kommt unsere X-Zyklon-Technologie zur Anwendung. In der Lebensmittelindustrie, in gewerblichen Küchenlüftungen, im Werkzeugmaschinenbau haben wir Absaugungen, die Abscheider einsetzen. Ich werde jetzt hier an dieser Stelle nicht auf die Geschichte, die Entwicklung von solchen Abscheidern eingehen, weil da haben wir ein separates, sehr ausführliches Tutorial, das noch nicht sehr alt ist. Ich werde den Link jetzt auch hier unten einblenden und auch unten in der Beschreibung, in den, überhalb den Kommentaren in dem YouTube-Fenster, findet ihr die Links dann auch nochmal alle zu YouTube-Tutorials auch von uns, wo dann auf solche Themen, wo kommen die her, wo wurden die entwickelt, ganz ausführlich diese Thematik beschreiben. Hier jetzt mal nur eine oberflächliche Beschreibung, weshalb, warum wir eben ja, so viel Forschung und Entwicklung die letzten 20 Jahre betrieben haben, zum Beispiel im Bereich unserer Abscheidetechnologie. Begonnen hat es mit solchen primitiven Prallblechabscheidern und über wirklich Jahrzehnte haben wir dann unheimlich hohen Aufwand betrieben, dass wir auf solche ganz moderne X-Zyklon-Abscheider gekommen sind, wie es in der vereinfachten Strömungsanimation jetzt gerade gesehen habt. Ich blende es jetzt nochmal ein. Das ist ganz vereinfacht dargestellt, was hier drin passiert, wie die Luft umgelenkt wird, wie wir eine Luftströmung ausbilden und wie dann über die Luftströmung
in Verbindung mit einer sehr hohen Rotation luftgetragene Tröpfchen abgeschieden werden. Also auch hier nochmal ein Edelstahlelement. Ihr seht hier die Geometrie, die X an ein X erinnert und eben die Luftströmung, die eben an einen Wirbelsturm, einen Zyklon erinnert. Deswegen auch der Name für die Technologie X-Zyklon-Technologie. Was ihr jetzt hier in der Animation seht, ist sehr vereinfacht, eben eine Animation. Wie gesagt, die Details der Entwicklung, die sehr komplexe CFD-Entwicklung, die CFD-Analyse zu diesem Thematik. Unten bitte den Link anschauen, dann könnt ihr zum anderen Tutorial switchen, wo wir da super genau ins Detail eingehen. Gut, hier möchte ich mich jetzt eher mit der Frage beschäftigen, warum betreibt das Hause Reven so viel Forschung und Entwicklung von so einfachen Prallblechabschaltern zu so hochwertiger X-Zyklon-Technologie zu kommen. Wir werden da ja, beispielsweise in der gewerblichen Küchenlüftung, wo das Niveau so engineeringmäßig nicht besonders hoch angesiedelt ist, oft belächelt. Ja, wird uns fast vorgeworfen, dass wir es mit unserem Forschungs- und Entwicklungsaufwand übertreiben. Bezieht man es rein auf das Niveau der gewerblichen Küchenlüftung, ist das sicherlich nicht von der Hand zu weisen, weil viele Hersteller sich da keine Mühe gegeben. Also Dinge wie Partikelanalysen, CFD-Analysen sind in der gewerblichen Küchenlüftung, wenn es darum geht, wie effizient scheiden wir Fette und Öle ab. Das wird nach wie vor sehr stiefmütterlich behandelt und kaum ein Hersteller gibt sich da wirklich Mühe. Dass wir das dennoch tun und da ja, über Jahrzehnte sehr hohe sechsstellige Eurobeträge in Forschung und Entwicklung investiert haben und sehr viel Zeit investiert haben, auch uns sehr viel externes Know-how eingekauft haben, also viel Aufwand betrieben haben, um eben von sowas Einfachem zum sowas kommen. Der Hintergrund ist einfach der, dass es andere Prozesse, andere Industrien gibt, wo man das nicht so stiefmütterlich angehen und behandeln kann wie in der gewerblichen Küchenlüftung. Also beispielsweise im Werkzeugmaschinenbau, wo auf große, hochkomplexe, sehr teure Fräs-Dreh-Werkzeugmaschinen, solche Luftreiniger draufkommen, da redet man relativ schnell von einer Anlage im Anschaffungswert von 1 Million Euro. Und solche Anlagen brauchen einen Luftreiniger obendrauf, damit die Kühl- und Schmierstoffe zuverlässig abgesaugt werden und diese nicht der Maschinenbediener oder sonst wie die Umwelt abbekommen. Und in diesen Bereichen ist die Herangehensweise ganz ähnlich wie beispielsweise in der Chipproduktion von Intel oder AMD oder wie im OP-Raum im Krankenhaus. Ganz ähnlich ist die Herangehensweise im Werkzeugmaschinenbau, wenn man Luftreiniger, Lüftungsgeräte, Absauganlagen installiert. Also da ist es Voraussetzung, dass man Nachweise bringt, wie effizient ist so ein System, wie effizient ist ein System in der Absaugung, in der Erfassung und in der Abscheidung. Also da werden Partikelmessungen gemacht, ganz ähnlich wie im Krankenhaus im OP-Raum. Also im OP-Raum werden ganz hochwertige Schwebstofffilter eingesetzt. Also die sehen dann ähnlich aus wie diese Systeme hier, das ist ein Filter. Schwebstofffilter, Klasse H13 beispielsweise. Und wenn so ein Schwebstofffilter eingesetzt wird in einer Reinraumproduktion im IT-Bereich oder im Krankenhaus, wenn man im Operationsbereich eine OP-Decke hat, dann muss man einfach sicher sein, dass so ein Filter, so ein Schwebstofffilter 100% zuverlässig funktioniert. Das wird beispielsweise dann über eine Partikelmessung gemacht, dass wirklich geschaut wird, kommen da noch Partikel durch oder eben nicht. Klar, warum macht man das?
im IT, in der Chip-Produktion macht man es, um sicher zu sein, dass die Prozesse, die elektronischen Komponenten nicht kontaminiert werden, ansonsten funktionieren sie nicht. Die Chips beispielsweise, und im OP-Bereich ist es natürlich ein Hygienethema, damit eben derjenige, wenn es einen OP-Eingriff gibt, muss es eben 1000% sichergestellt sein, dass die Operation sicher ist und nicht durch verunreinigte Luft, die der Mann oder die Frau auf dem OP-Tisch kontaminiert wird mit Keimen oder Partikeln. Wie gesagt, in der gewerblichen Küchenlüftung ist sowas kaum ein Thema. Also da wird nach einer VDI-Richtlinie oder heutzutage nach einer Europanorm ausgelegt, eine Luftmenge ermittelt, da ist man dann oft auch so unterwegs und der Rest wird angenommen. Da wird angenommen, dass sauber erfasst wird, da wird angenommen, dass sauber abgesaugt wird, dann wird angenommen, dass irgendwie etwas vom Abluftstrom getrennt wird und dann ist es auch schon gut. So eine Herangehensweise ist bei Absaugung in Lüftungsgeräten, im Maschinenbau, absolut ein No-Go. Also jeder Werkzeugmaschinenhersteller, den wir direkt beliefern dürfen, die wollen Nachweise. Also die wollen Nachweise, wie wird erfasst, wie wird abgesaugt, wie wird abgeschieden. Und diesen Nachweis müssen wir erbringen mit Messgeräten analog 1:1 wie im OP-Raum, wie in der Chip-Produktion im Reinraum. Und das eben ein Grund, warum wir so unendlich viel Aufwand in Forschung und Entwicklung betrieben haben in unserer X-Zyklon-Technologie. Weil wir eben wissen müssen, was passiert, wie, in welcher Tröpfchengröße haben wir welche Effizienzen. Das müssen wir A wissen, das müssen wir B nachweisen können und eben messtechnisch aufnehmen können. Deswegen eben so viel Forschung und Entwicklung in diese X-Zyklon-Technologie unsererseits. Wie gesagt, in der Lebensmittelindustrie in Teilen, im Maschinenbau absolut, selbst in Prozessen in der Industrie, in so Grauräumen. Wir haben schon Kunden gehabt, wo Waferplatten, so das Rohmaterial für die spätere, weitere Verarbeitung für Chips, eingesetzt werden, überall da müssen wir diesen kompletten Prozess vom Erfassen, Absaugen, Abscheiden analog nachweisen können, wie im Reinraumbereich oder wie im Hygienebereich im Krankenhaus. Und mit diesem Know-how sind wir dann natürlich auch immer wieder in die Lebensmittelindustrie und in die gewerbliche Küchenlüftungen reingegangen. Und mussten da schon sehr oft feststellen, dass das zu stümperhaft, zu fahrlässig oft angegangen wird. Da wird angenommen, da wird versprochen, nachgewiesen, messtechnisch aufgenommen, oft gar nichts. Das mal so ein paar Hintergründe zu unserer X-Zyklon-Technologie, weshalb, warum wir was machen. Das ist so ein kleiner Abriss mal zu diesem Thema, was so in der Vorstellung unserer Technologien jetzt mal der Teil 1 war. Der Teil 2, die nächste Technologie, ist die Reben-Technologie. Eine Technologie, die wir auch wieder wie unsere X-Zyklon-Technologien in unterschiedlichsten Industrien einsetzen. Ein Hauptanwendungsgebiet ist auch wieder die gewerbliche Küchenlüftung, wo es ums Erfassen dieser aufsteigende Dämpfe geht. Da gibt es auch wieder ein ganz, ganz ausführliches und ein ganz neues Tutorial. Auch hier wieder bitte unten nachschauen im Fenster, wo die weiteren Erklärungen zu unserem jetzigen YouTube-Video sind. Da findet ihr da Link. Einfach mal bitte draufklicken, dann kommt ihr. Für diejenigen, die es interessiert, jetzt vor allem im Hinblick in Verbindung mit der gewerblichen Küchenlüftung, zu einer ganz ausführlichen Erläuterung, wie was da entstanden ist, über ja auch wieder ganz analog wie bei unserer X-Zyklon-Technologie über Jahrzehnte Entwicklung. Und das hat sogar zu einer ganz neuen, dieses Jahr eingeführten Küchenlüftung-Haube geführt,
mit ja, super tolle Neuigkeiten. Aber wie gesagt, also das ist für den Part der gewerblichen Küchenlüftung und auch hier wieder bitte unten nach dem Link schauen für diejenigen, die sich da detaillierter informieren wollen. Hier an der Stelle auch mal ein genereller kleiner Überflug, also kommen durch das ganze Thema aus der gewerblichen Küchenlüftung / Lebensmittelindustrie, wo wir viele Prozesse erfassen müssen. Also wir haben große Bereiche, viele Quadratmeter, wo frittiert wird, wo gebraten wird, wo was verdampft wird. Und das sind dann unheimlich große Wolken, die es zunächst mal gilt, zuverlässig zu erfassen und abzusaugen. Das ist ein Hauptbereich, wo wir diese Raven-Technologie einsetzen, wo wir eben nicht nur saugen, sondern wo wir das Saugen mit dem Blasen kombinieren und somit das Erfassen und Absaugen sehr, sehr, sehr viel effizienter machen können. Ich habe da, wie gesagt, in unserem anderen YouTube-Video sogar versucht, ein Feuerzeug auszusaugen. Ich kann da auch noch mal eine kurze Sequenz einblenden aus dem anderen Tutorial, wo das noch mal sieht. Also es geht eben um Saugen und um Blasen und ja, das sind eigentlich ganz interessante Gesetzmäßigkeiten, Gegebenheiten, die man da toll kombinieren kann, um dieses Erfassen und Absaugen viel, viel effizienter zu gestalten. Das ist eine so große Überschrift, wo über diese Raven-Technologie thront und die dann hauptsächlich die Anwendung findet in der Lebensmittelindustrie, in großen Frittierstraßen oder auch in gewerblichen Großküchen. Aber auch hier haben wir wieder Anwendungen im Werkzeugmaschinenbau. Also was wir hier haben, ist ein Raven-Pipe. Also hier ist praktisch die Luft kommend vom Prozess und hier geht es dann in unser kompaktes C-Gerät, in unsere Absaugung. Dieses ganze System nennen wir Raven-Pipe. Warum Raven-Pipe? Also hier hat es jetzt weniger was mit Blasen und Saugen zu tun, sondern der dritte ganz wichtige Effekt, der auch wichtiger und wichtiger in der gewerblichen Küchenlüftung wird und der ja, in den zurückliegenden 50 Jahren leider Gottes nie ein Thema war bei Lüftungssystemen in der Lebensmittelindustrie und bei Lüftungssystemen in der gewerblichen Küchenlüftung. Neben dem Absaugen ist der ganz wichtige nächste Punkt in Verbindung mit unserer Raven-Technologie das Thema Kondensieren. Wenn Sie Flüssigkeiten haben, die aufgrund von ganz hoher Hitzeeinwirkung nicht mehr flüssig sind, sondern dampfförmig, also Wasser, das von Wasser in Luftfeuchtigkeit übergegangen ist, in Dampf, Aggregatzustand, Dampf übergegangen ist, das können Sie nicht mehr filtern, das können Sie nicht mehr abscheiden. Das muss man erst wieder kondensieren. Und das ist so mit unserer Raven-Technologie, neben Blasen, Saugen, Erfassen, der dritte ganz wichtige Punkt, der oft leider Gottes bei den Diskussionen, bei der Dimensionierung, bei der Entscheidung, welches System setzen wir ein, das ist leider Gottes ein Punkt, der viel, viel, viel zu oft unter den Tisch fällt, über den nicht nachgedacht wird, über den nicht diskutiert wird. Also bei uns ist das so ein hohes Thema, so ein wichtiges Thema, dass wir oft sogar ein FID-Messsystem noch mit einsetzen, wenn wir Prozesse vor Ort analysieren, im Werkzeugmaschinenbau, in der Textilindustrie, in gewerblichen Küchen. Was macht man mit dem FID-Gerät? Das Flammionisationsdetektionsgerät, mit dem kann man genau das analysieren, wie viel an Öl ist aufgrund von ganz hoher Hitzeeinwirkung verdampft, also nicht mehr ein flüssiges Tröpfchen, sondern dampfförmig. Und wenn man da sehr hohe Mengen hat an verdampfter Flüssigkeit, dann müssen wir uns über das Kondensieren Gedanken machen. Denn erst wenn wir es kondensiert haben, kann man es wieder abscheiden. Also wir müssen den Aggregatzustand dampfförmig wieder zurückführen in flüssig, es kondensieren. Und das können wir machen bei unserer
Induktionshaube, bei unserer Rebenhaube, durch Einblasen von einem kühleren Luftstrom im Vergleich zu dem, was von der Kocheinrichtung kommt. Oder im Werkzeugmaschinenbau setzen wir unsere Rebenpipe ein, wo wir hier Umgebungsluft nutzen. Also wir saugen hier Luft vom Prozess ab, der oft je nach Anwendung bis zu 80 Grad haben kann. Industriewaschmaschine, ich blende mal eine Sequenz ein von GKN in Nordspanien. Das ist, was Sie hier sehen, eine Industriewaschmaschine mit 80-gradigem Wasserdampf, den wir absaugen. Was wir hier in Spanien auf der Videosequenz, die Sie jetzt sehen, einsetzen, ist nichts anderes wie eine Absaugung und vor der Absaugung sowas. Also hier kommt 80-gradiger Wasserdampf. Hier saugen wir Umgebungsluft rein, die rund 30 Grad hat, wenn es sehr warm ist im Sommer, aber wir haben dann immer noch ein ordentliches Delta T mit 80 zu 30. Dann haben wir hier ein Gestrick, ein Edelstahlgestrick eingebaut, was uns eine Kondensationshilfe ist. Also das heißt, durch Einführen von Umgebungsluft, die sich vermischt mit der Prozessluft, führen wir hier eine Kondensation herbei. Und dann gehen wir in unser Gerät rein, wo dann wieder unsere X-Zyklon-Technologie eingesetzt ist und dieses wieder kondensierte Wasser-Öl-Gemisch abzuscheiden. Und das, was wir hier jetzt praktisch Ihnen demonstriert haben, an dem Beispiel von unserem Kunden aus dem Werkzeugmaschinenbau in Nordspanien, ist 1:1 dieselbe physikalische Gesetzmäßigkeit, auch in Erfassungshauben, in der Lebensmittelindustrie, in der Textilindustrie oder in gewerblichen Küchenlüftungen. Das zu dem Thema Rebensystem, also das ist ja auch wieder einiges an Entwicklung. Über Jahrzehnte ist das entstanden, weiterentwickelt worden und ja auch wieder sehr viel Know-how drin. Und sehr viel mehr wie eben nur ein sinnbefreites Einblasen von irgendwelchen turbulenten Luftströmungen, das dann irgendwie erfasst oder auch nicht erfasst wird und abgesaugt wird. Das bedarf natürlich wieder ganz diffiziler CFD-Analysen, dass man beide Luftströmungen im Griff hat. Und wie gesagt, also den, wo das im Detail interessiert, bitte den Link hier unten anschauen. Dann könnt ihr euch das im Detail zu der Rebentechnologie anschauen. Diese Technologie, wie gesagt, gibt es also auch als ein weiterentwickeltes System, das zu einer ganz aktuellen neuen Erfassungshaube geführt hat. Wie gesagt, hier gibt es ein separates Tutorial, unten der Link. Eine weitere Technologie ist unsere Revex-Technologie. Bei der Revex-Technologie geht es um Sprühen und Desinfizieren und Abreinigen. Also auch wieder mehrere Variationen, die wir da in Verbindung mit dem Sprühen entwickelt haben. In der Lebensmittelindustrie, in der gewerblichen Küchenlüftung ist es ganz oft ein Abreinigen der Abscheider von Fetten und Ölen, damit diese Abscheider nicht verkleben und sauber bleiben. Aber das nur das eine, also das Reinigen von beiden Seiten, also von vorn und von hinten. Aber es ist nicht nur ein Reinigen, sondern auch ein Desinfizieren. Das ist ganz wichtig. Also es geht nicht nur um die Abreinigung von solchen Elementen, dass die wieder schön sauber aussehen und nicht mit Ölen und Fetten versaut werden, sondern es geht einen Schritt weiter. Es geht um das Desinfizieren. Also, wo wir diese Systeme entwickelt haben, haben wir eine Hochschulung im Haus gehabt, wo wir solche Erfassungshauben mit Keimen benetzt haben. Also wir haben vor dem Abscheider Keime ausgesetzt, wir haben hinter den Abscheidern Keime ausgesetzt. Und da ging es in der Entwicklung von dem Sprühsystem so weit,
dass wir dieses REVEX-System so weit entwickelt haben, dass wir sichergestellt haben, dass kein Wachstum in so einer Erfassungshaube unterbunden wird. Da haben ganz viele Parameter Einfluss, wie gesagt, die Temperatur des Reinigungsmittels, die Art der Sprühdüsen. Und wenn das optimal aufeinander abgestimmt ist, dann kann man es durchaus hinbekommen, dass in so einer Erfassungseinrichtung vor den Abscheidern und hinter den Abscheidern zuverlässig ein Keimwachstum unterbunden wird und es zu keiner Explosion mehr der ausgelegten Stämme kommt und ja, in der Praxis dann eben so ein System dank so einer automatischen Abreinigung zuverlässig keimfrei bleibt. Das ist ein Thema vor allem in der Lebensmittelindustrie und in der gewerblichen Küchenlüftung, aber durchaus auch ein Thema im Werkzeugmaschinenbau. Im Werkzeugmaschinenbau, man mag es nicht für möglich halten, aber es gibt durchaus Hersteller, die Emulsionen, also sogenannte Emulsionsabscheider oder Ölnebelabscheider mit solchen Systemen ausrüsten. Und diese Systeme ist praktisch der einzige Abscheider oder Filter in so einem System und der sättigt sich dann natürlich komplett mit der Emulsion und Emulsionen können verkeimen, die kippen dann und werden unbrauchbar. Und da ist natürlich so ein System als sehr kritisch anzusehen, auch im Bereich Verkeimung, weil das ist ein speichernder Filter, der kann bis zu 30, 40 Liter an Emulsion speichern und wenn man ganz viel Pech hat, kann sowas verkeimen. Die Keime kommen über den Luftreiniger in das Kühlschmierstoffsystem rein und die ganze Emulsion von einer riesengroßen Werkzeugmaschine kann kippen aufgrund von solchen Abscheidern. Deswegen haben wir also auch dieses REVEX-System, so ein automatisches Abreinigen, nicht nur in der Lebensmittelindustrie und in gewerblichen Küchenlüftungen in Einsatz, sondern auch im Werkzeugmaschinenbau. Da sind es dann Absaugungen, wie man in der Animation sieht. Und wie gesagt, da ist es dann auch wieder das Thema. Einmal haben wir einfach ein Abreinigen, ein Ausspülen von leichten Spänen. Also vor allem, wenn Leichtmetalle verarbeitet werden, Titan, Magnesium, Aluminium, dann wird dieses Sprühsystem oft herangezogen, dass Späne aus der Werkzeugkabine mit abgesaugt werden, dann außen Luftreiniger automatisch abgespült werden, wieder zurück in den Sammler der Kühlflüssigkeit der Werkzeugmaschine und dort ausgefiltert werden. Also das ist das eine, also eher ein Reinigungseffekt und der andere Effekt ist dann einen wirklichen Sprühvorhang auszubilden. Also da gibt es durchaus Prozesse, wo man dieses Sprühsystem nicht als Reinigung einsetzen, sondern als Luftwäscher. Das hat dann wieder Kondensationseffekte oder auch einfach filternde, auswaschende Effekte, wo man diesen Sprühvorhang als eine Art Luftwäscher einsetzen. Beispielsweise in der Textilindustrie hatten wir da schon Anwendungen oder auch bei Milchpulveranlagen, einer Anlage in Norddeutschland und in Schweiz in Hochdorf, wo Milchpulver hergestellt wird, da nutzen wir solche Sprühvorhänge wieder, um Kondensationseffekte einzuleiten und die Flüssigkeit, die wir hier einspritzen, es muss nicht immer zwingend Wasser sein. Also können Flüssigkeiten aus dem verwendeten Prozess sein. In Milchpulverwerken beispielsweise setzen wir da immer wieder Molke als Sprühvorhang ein. Um in der Milchpulverproduktion wird viel Flüssigkeit verdampft, um über so einen Sprühvorhang auch wieder Dämpfe zu kondensieren und auszuwaschen. Das zum Thema der REVEX-Technologie, was praktisch der dritte Teil war. Gut,
Last but not least, Technologie Nummer 4, unsere Speed-Control-Technologie. Das ist eine Technologie, wo wir über Sensoren Prozesse intelligent machen. Ein Beispiel ist, was ich euch hier zeige, ein Feuchtetemperatursensor mit einer Fühlerspitze, wo wir Luftfeuchtigkeit und Lufttemperatur ermitteln können, mit einer Sintermetallspitze, um das ganze System zu schützen, mit einer Elektronik, die kalibriert ist auf den Temperaturbereich, also auch da wieder sind es die Details, die ausmachen, wie smart und wie wirklich effizient so ein Sensor, so ein System funktioniert. Herkömmliche feuchte Temperatursensoren messen und regeln zwischen 0 Grad bis 100 Grad Temperatur oder 0% relativer Feuchte bis 100% relativer Feuchte. Oft macht es Sinn, dieses Arbeitsbereich zu kalibrieren auf die Min-Max-Werte, in der wir unterwegs sind. Also beispielsweise in der gewerblichen Küchenlüftung oder in der Lebensmittelindustrie haben sie ganz selten 0% relative Feuchte, sondern da macht es eher Sinn, bei 20, 30 anzufangen, zu regeln, zu messen, genauso bei der Temperatur. Also kalibrieren wir diese Sensoren auf diese Bereiche und können so mit Hilfe von diesem Signal eben steuern und regeln. Also es kann dann direkt auf den Ventilator gehen, wo wir dann eben dieses System intelligent machen und hoch und runter regeln. Das ist eben all das, was wir mit unserer Riemen RSC Speed Control regeln und steuern können. Auch das haben wir wieder im Einsatz, sowohl in der gewerblichen Küchenlüftung, Lebensmittelindustrie, wie auch im Werkzeugmaschinenbau. Da steuern wir und regeln wir über Temperatursignale, über Luftfeuchtigkeitswerte, wie auch über Strömungswerte, können wir da sehr intelligent steuern und regeln. Und auch dafür haben wir ganz ausführliche, separate Extra-Tutorials. Ihr ahnt es, auch hierfür gibt es einen Link unten wieder ergänzend zu der kurzen Vorstellung jetzt hier. Ja, das ist unsere vierte Technologie, die RSC Speed Control Technologie bzw. XSC Technologie, wie wir sie im Werkzeugmaschinenbau nennen. Auch dafür blende ich wieder kurz ein Gerät ein, wo ihr es jetzt seht im Werkzeugmaschinenbau. Kombiniert, also was ihr jetzt hier seht, ist eine große Absaugung aus dem Werkzeugmaschinenbau, die typischerweise auf einer Werkzeugmaschine steht. Und da seht ihr jetzt die Technologien im Grunde komplett kombiniert. Das Einzige, was ihr jetzt nicht seht auf der Aufnahme, ist dieses Revenpipe hier zur Kondensation, wie vorhin vorgestellt. Kann aber je nach Anwendung natürlich dem Gerät auch vorne aufgesteckt werden, dann hätten wir wirklich in einer Einheit alle unsere Technologien im Einsatz. Also einmal unseren Abscheider, wo wir dann die Tröpfchen rausnehmen aus dem Abluftstrom. Dann Sensoren, wo wir dann unser ganzes System steuern und regeln können. Und auch vorne die Revex-Sprüheinheit, wo wir über Sprühvorhänge, wie vorher in der Animation gesehen, sowohl abreinigen können, wie auch einen Wäscher, einen Sprühvorhang ausbilden können. Also das ist mal eine schöne Anwendung einer großen Absaugung mit rund 4000 Kubikmeter pro Stunde Abluftvolumen für eine, ja, eine große Werkzeugmaschine, wie sie beispielsweise in der Aerospace-Industrie eingesetzt werden, wo Triebwerksgehäuse gefräst werden
oder Tragflächenteile für große Airliner produziert werden auf ganz großen Fräsmaschinen oder Bohrwerken, da braucht man dann solche Absaugungen. Da braucht man dann oft auch alle vier Technologien. Da braucht man das Ravenpipe zu kondensieren, weil es so extreme Zerspannungen sind, dass man erstmal wieder diese ganze verdampfte Kühl- und Schmierstoffe kondensieren muss. Dann können wir sie mit dem X-Zyklon-Element abscheiden. Wir können den ganzen Prozess steuern und regeln, damit wir immer konstante Luftgeschwindigkeiten haben. Und gerade in der Aerospace-Industrie viel Titan, viel Aluminium, sogar Carbonspäne haben wir da mittlerweile, die wir dann wieder aus dem Gerät ausspülen müssen. Oder auch den Sprühvorhang brauchen, um nachträglich zu kondensieren, auszuwaschen. Oder eine weitere Einblendung jetzt von einer sehr hochwertigen Absaugung, Erfassungseinrichtung aus der Lebensmittelindustrie, gewerblichen Küchenlüftung. Das, was ihr hier seht, ist ein Modell von einer Umlufthaube, wo wir solche hohe Luftreinigungswerte hinbekommen, wo wir in Ausnahmefällen sogar die Luft wieder in den Raum einblasen können. Das ist eine Umlufthaube, wo auch wieder bis auf die Sprüheinrichtung jetzt hier, die haben wir jetzt hier nicht drin in dem System, aber sonst auch alle Technologien mit drin. Sensoren zur Steuerung und Regelung der Abluft, zur Steuerung der LED-Beleuchtung, hier aufgepasst, nach Europanorm muss auch das Beleuchtungssystem steuer- und regelbar sein. Also auch hier kann man Sensoren dazu nutzen, um Aktivität detektieren. Aktivität heißt, da ist jemand am Werkeln, das heißt, ich brauche volle Leuchtstärke, ich kann die LEDs hochfahren, kann die Abluftventilator hochfahren und kann dann über Abscheider und hochwertige Granulatfilter sogar Gerüche aus der Abluft rausbekommen, dass man mit so einem System wieder in den Raum Luft zurückblasen kann, was spezielle Genehmigungen braucht, aber es ist durchaus möglich und mit Einzelabnahmen durchzusetzen. Auch dafür haben wir natürlich viel ausführliche, detaillierte Informationen, aber das war jetzt mal sehr ausführlich unsere vier Technologien. Wie sagt man im Schwabenlande, vier gewinnt. In Anlehnung an die fantastischen vier, aber Spaß beiseite, mal eine ausführliche Vorstellung unserer vier Technologien und denjenigen, wo es interessiert, unten, wie gesagt, die Links, wo ihr noch viel tiefer eintauchen könnt. Um das Ganze zu vertiefen und so hoffe ich, dass der ein oder andere sich mal die Zeit nehmen konnte, in leider nicht so schönen Krisenzeiten, wie wir sie aktuell haben, um ja, sich das mal im Detail anzuschauen, was wir da in der Nähe von Stuttgart im Hause Reven vor uns hintüfteln und uns ausgedacht und entwickelt haben über Jahrzehnte. Noch zum Abschluss was Lustiges. Mein Professor, wo ich studiert habe und ja auch nach dem Studium noch ein bisschen gearbeitet habe, der Professor Bullinger, da hat das Ganze, was wir jetzt hier zum Teil auch gemacht haben, dieses permanente Weiterentwickeln und Tüften, SNS-Strategie genannt, die Schwäbische Nationalstrategie. Ist auch ein Kürzel für Schaffe, nicht schwätze. Und so sagt man eben, ja, umgangssprachlich eine lustige Abkürzung für das, was wir gerne machen und ja, intensiv gemacht haben. Und wie gesagt, es war jetzt nur ein kurzer Abriss zu unseren Technologien. Ich hoffe, es war interessant. Ja, ich wünsche allen, dass ihr gesund bleibt und ja, uns allen, dass es hoffentlich bald wieder aufwärts geht. Dass positive Signale von der Krisenfront kommen, wie auch von der wirtschaftlichen Seite und dass es bald wieder aufwärts geht in unserem Lande. Deswegen bleibt alle gesund und dann bis bald in besseren Zeiten hoffentlich und mit einem weiteren Tutorial von Reven TV. Tschüss.